Heute bin ich das erste Mal in der Sauna. In der Cottage-Sauna in Ahrensburg. Mal sehen, wie es hier aussieht. Hallo Vivian, herzlich willkommen in der Cottage-Sauna. Dankeschön. Was kann ich für dich tun? Ich habe gehört, hier kann man die Seele baumeln lassen. Da bist du genau richtig. Fangen wir an. Hier ist dein Schlüssel. Dankeschön. Gerne. So Vivian, das zeige ich dir jetzt auf der Anlage. Gerne. So, hier sind wir in unserem Wintergarten. Der lädt ein zum Zusammensitzen. Hier kannst du lesen, essen, ein bisschen die Seele baumeln lassen und dich ein bisschen akklimatisieren, falls dir die Saunagänge doch ein bisschen zu viel geworden sind. Ja. So, nach dem Duschen fängt man ganz gemütlich in Ruhe, das ist ganz wichtig, schön in Ruhe an, ein kleines Fußbad zu genießen. Lass dich mal verwöhnen. Ich hoffe, es ist wohl temperiert. Ja. Und wie gesagt, dein Kreislauf ein bisschen in Gang zu bringen. Jetzt mal an, ganz gemütlich. Man sagt so im Schnitt, soll man so 2-3 Saunagänge machen. Und mit dem heißesten soll man immer aufhören. Mhm. Wir fangen jetzt mal an und ich zeige dir mal unsere verschiedenen Saunen, die wir haben. Und dann kannst du ja für dich entscheiden, womit du beginnen möchtest. Ja, super. Das hier ist unser Dampf. Hier in unserer Lichtkammer verwöhnen wir dich mit zarter Musik im Hintergrund, wechselnden Farben und einem leichten Orangenduft bei circa ungefähr 50 Grad, einer relativ hohen Luftfeuchtigkeit, also auch was für die Seele. Noch nicht so warm, aber einfach schön. Die verschiedenen Farben sprechen verschiedene Sinne von dir an. Jetzt wird's heiß. In dieser finnischen Trockensauna bei knackigen 90 Grad kannst du dich richtig ausschwitzen. Wir haben insgesamt 5 verschiedene Saunen. 4 davon befinden sich hier drin. Den Hochgenuss zeige ich dir zum Schluss. Lass uns mal in unsere Kesselsauna gehen. Ja. Wie du merkst, knackig, wohlige 80 Grad. Auch von Rosmarin ist im Kessel zu finden. Auch das entspannend mit angenehmem Duft. Perfekt. Wenn du dich dann schön abgeduscht und abgekühlt hast, kannst du dir hier nochmal das Flugzeug der Schockgefrieren geben. Zarten, gefühlten 15 Grad. Bringt man das dann vielleicht auch immer wieder richtig in Ballung. Okay. Nach der Sauna direkt gleich in dieses kalte Bad springen? Nein, das musst du nicht. Du kannst ganz gemütlich erstmal ein bisschen Frischluft tanken, was ich bevorzugen würde. Mhm. Immer schön machen, Frischluft ist nie verkehrt. Und dann kannst du dich schön abkühlen. Du fängst ganz gemütlich an. Wir haben diverse Kneippschläuche da. Ja. Und wenn du dann wirklich mutig bist, weißt du ja, wo das Tauchbecken zu finden ist bei uns. Okay. Last but not least sind wir jetzt in unserer Aufgusssauna gelandet. Mhm. Auch eine finnische Sauna, circa 90 Grad. Und jetzt werden wir für dich unseren Spezialaufguss zelebrieren. Was hältst du davon? Das ist eine gute Idee. Das finde ich auch. Genieße, was kommt. Verteilen die aufsteigende warme Luft erstmal schön gemütlich in der ganzen Sauna, damit die Poren anfangen sich zu öffnen und man langsam anfängt zu schwitzen. So ein Aufguss dauert bei uns circa 10 bis 15 Minuten. Jetzt
Jetzt bist du ja schon schön sauniert und jetzt wird es für dich Zeit, ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Genieß ein gutes Buch und ein leckeres Getränk. Entspann dich hier vor dem Kamin und dann würde ich sagen, hole ich dich hier in einer halben Stunde ab. Super, danke schön. Gerne. Jetzt hast du ja bei uns mal einen Wellness-Tag genossen. Wie hast du es gefunden? Es war super schön. Ich finde die Saunen richtig toll, die Räumlichkeiten hier und ich bin schon viel, viel entspannter. Mach es bitte regelmäßig, denn nur regelmäßiger Saunabesuch ist gut für deinen Kreislauf, für dein Wohlbefinden und beugt gerade bei diesem Wetter auch Erkältungen vor. Ja, ich glaube, ich werde das jetzt auch mal schön regelmäßig machen.